Und ein Rest ist da immer noch vorhanden. Und nach 3 Monaten haben wir nur einen Bodensatz. Das sind Leute, da sind wir dann auch wieder beim Zahnersatzmaterial, da sind wir bei Umweltnoxen, da sind wir bei Ehefrauen, die sagen, ja, aber das Rapsöl ist doch so toll, das steht doch überall und das soll man doch überall einsetzen, weil es so viele Omega-3-Fettsäuren hat. Werbung ist tödlich in Deutschland. Es wird für den größten Dreck geworben, dass er gesund sei. Und die gesunden Sachen sind bei uns alle sehr gefährlich. Rapsöl, für die, die es nicht wissen, ist ja eine tolle Ressource für Omega-3-Fettsäuren, so wie Distelöl, sage ich mal. Und dann fragen sich mal diejenigen, die selber was in die Pfanne tun und braten, habe ich schon mal gehört, dass ich mit Distelöl braten soll? Nee. Distelöl kann man nicht nehmen. Omega-3-Fettsäuren kann man nicht nehmen zum Braten. Man nimmt überwiegend gesättigte Fettsäuren, nicht Transfette, gesättigte Fettsäuren. Aber dieses Rapsöl ist auch ein geniales Bratöl. Dann sage ich immer, wie hirnamputiert muss man eigentlich sein in Deutschland, dass man Omega-6-Fettsäuren als geniales Bratöl einsetzt? Omega-3-Fettsäuren, Entschuldigung. Das kann doch gar nicht sein. So dumm können doch die Leute gar nicht sein. Und sie werden immer weiter verblödet. Sondern gibt es eben Leute, die einen Schulterschmerz haben, weil sie das Rapsöl weiter essen. Und wenn ich dann so einem Diplom-Ingenieur von 75 Jahren mal so richtig eine Kopfwäsche verpasse und der rausgeht und sagt, da gehe ich nie wieder rein in die Praxis, nie wieder. Und dann kommt er nach 8 Wochen wieder und sitzt da ganz lieb und nett. Und ich sage, was machen Sie denn hier? Wir hatten doch letztes Mal einen ziemlich kontroversen Disput. Meine Frau hat das Rapsöl jetzt wirklich abgesetzt und meine Schulter ist in Ordnung. Ich sag, das ist doch fein. Da haben wir ein halbes Jahr drüber diskutiert. Sie müssen sich vom Rapsöl oder von Ihrer Frau trennen, sage ich dann schon mal. Weitere Frage. Ach ja, Entschuldigung. Wegen diesem Öl, Rapsöl, das hat also bei dieser Person zu Schulterbeschwerden geführt. Und wie sieht es dann aus mit diesem Bratöl, was erhitzbar ist? Das ist auch Rapsöl, ne? Weiß ich nicht, da Ja, steht oft gar sage ich nichts ja. drauf. Ja. So, Da steht nichts drauf, dann, welches Öl dann es ist. sage ich Ihnen ganz allgemein, es gibt ganz simple Grundsätze. Da oben kommt nichts rein, was wir nicht kennen. Eine amerikanische Kollegin hat gesagt, essen Sie nie etwas, was Sie nicht aussprechen können, was Sie nicht lesen können. So, wenn Sie in Ihrem Kühlschrank gucken, was habe ich da in meinem Joghurt alles drin? Die Apotheker kommen nicht ins Stolpern, die können das lesen, aber nur, weil sie viele Training haben. Aber alle anderen kommen ins Stolpern. Und da kann ich nur sagen, wenn ich ins Stolpern komme oder wenn ich überlegen muss, was ist das denn? Und wenn der Apotheker sich dann auch bitte ganz genau überlegt, was ist das für eine Endung und wie ist das Molekül wirklich? In dem Augenblick, wo ein Apotheker sein Hirn einschalten muss, bei dem, was er liest, soll er es gleich in den Müll schmeißen. Und wenn mir Leute sagen, sie ernähren sich gesund, dann sage ich, wissen Sie was? Wenn ich bei Ihnen zu Hause wäre, da würde ich einen Kühlschrank aufmachen, Mülleimer davor stellen. Herr Brockmann, Sie kennen das, ne? Und rein, 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 rein. Und dann gucken Sie in den Kühlschrank rein, da ist dann nur noch eine Flasche Wasser drin. Oder vielleicht möglicherweise ein Biowein, wenn Sie zufällig mal einen haben. So, ansonsten ist der ganze Dreck weg. Bratöl, ja, Sie können braten zum Beispiel mit einem guten Olivenöl. Überhaupt kein Problem. Sie können auch mit geschmacksärmeren Olivenölen braten. Sie können aber auch mit einem Sonnenblumenöl braten oder mit einem Maiskeimöl oder zum Beispiel mit Palmin oder was in Vergessenheit geraten ist, was ganz toll, ja, Palmin ist Kokosöl oder Kokosfett, was in Vergessenheit geraten ist, ein biologisches Schmalz. So, wenn Sie in ältere Rezeptbücher reingucken, da ist viel Schmalz gebacken, ist ganz toll. Aber es muss Bioschmalz sein und nicht der Dreck mit den ganzen Antibiotika und Rückständen von Insektiziden und Herbiziden und wie sie alle heißen. Aber diese Öle sollen wir doch auch nicht erhitzen. Doch. So, wenn Ihnen jemand. So, hier war nochmal die Frage: Das Olivenöl soll man auch nicht erhitzen. Olivenöl hat 90% langkettige Fettsäuren. Das können Sie ganz getrost erhitzen. Das haben die alten Griechen gemacht, das haben die Römer gemacht. Volkmanns macht das auch seit 40 Jahren. Also, das ist ganz gut. Das macht jeder in Italien auch heute noch. Das macht man auch in Spanien, wenn man nicht gerade Transformatorenöl damit reinmischt. Das ist dann die nächste Sache. Also mit Olivenöl können wir wunderbar arbeiten und das schmeckt auch sehr gut bei vielen Sachen. Und Olivenöl hat den großen Vorteil, da gibt es auch eine schöne Untersuchung, wenn Sie regelmäßig Olivenöl in der Ernährung haben, haben Sie ein um 90% reduziertes Risiko für eine Colitis ulcerosa. 90%, nur durch Olivenöl. Und zum Rapsöl abschließend nur ein Punkt. Als ich studiert habe oder bevor ich studiert habe, hat meine Frau in der Landwirtschaft in Kiel gearbeitet, im Landwirtschaftlichen Institut. Und da sind Rapsfütterungsversuche gemacht worden. Sowas, wie man nach der Wende mit der DDR-Bevölkerung auch gemacht hat. Da hat man Hähnchen in Kiel, Hähnchen und Hühnchen mit Raps gefüttert. 100% Raps hieß verhungerte Amsel oder tot.
Und 0% Raps hieß nach 32 Tagen oder irgendwie sowas in der Richtung richtiges, schönes, leckeres, saftiges Hähnchen. So, wenn ich Tiere damit umbringe, wenn Jäger dabei sind, dann wissen die noch aus den 70er Jahren, es lagen mit mal tote Hirsche und Rehe auf dem Acker. Keiner wusste warum. Die Rehe hatten den Beipackzettel von diesem neuen Hybridraps nicht gelesen. Die haben das Zeug gefressen und eingegangen daran. Und der Fütterungsversuch in der DDR, den ich gerade angesprochen habe, das ist Leuna Bitterfeld. Da hat man 1990 geguckt, wie ist es mit der Allergierate in einer Zone, die in Europa maximal giftstoffbelastet war. 4% Allergiker. Viele Krebspatienten, aber 4% Allergiker. Das ist ja komisch. Hat die Charité gemacht. Charité ist ja eine ganz große Klinik. Haben wir jetzt wieder in der Presse. Charité hat dann nach 2 Jahren eine Follow-up-Studie gemacht. Und dann wurde festgestellt, die hatten endlich auch, ist ja immer das Ziel in der DDR gewesen, Weststandard der Allergierate. Die haben auch 30-40%. Und dann hat man gefragt, wo kommt das denn her? Ich war damals Landesvorsitzender des NAV-Virchow-Bundes hier in Schleswig-Holstein, habe mich mit den Leuten in der Charité getroffen. Wir saßen da immer zusammen, die ganzen Verbandsarbeitsleute. Dann habe ich so einen Charité-Kollegen gefragt, ich sage, wo kommt das denn her? Wie muss man das denn interpretieren? Dann sagt er doch ganz trocken, ja, wenn das einer wüsste, der kriegt einen Nobelpreis. Ich sage, Kollege, dann schieben Sie ihn mal rüber. Das ist der klassische Fütterungsversuch. Ich habe die Leute vorher so ernährt, jetzt kriegen sie diesen Dreck und dann gucken wir mal, was der Dreck mit ihnen macht. Und ich habe ja hier viele Patienten, gerade in den 90er Jahren, aus dem Osten gehabt. Da habe ich immer gefragt, wie lange haben Sie Ihre Erkrankung? So 96, 98, 2002 und so. Ja, schon länger. Ja, wie lange? Schon länger ist keine Zeitangabe. Wie viele Jahre? Das weiß ich jetzt auch nicht. Und dann saß ich am Tisch. Ich gesagt, vor der Wende oder nach der Wende? Ups, da waren Sie wach. Nee, vor der Wende habe ich das nicht gehabt. Ist das so? Klassische Fütterung. Sie kriegen den Dreck von den Wessis und Sie kriegen die Krankheiten von den Wessis. Da war noch eine Frage. Und dann gehen wir in die Pause. Ja, ich hatte nur eine kurze Anmerkung noch zum Schmalz. Ja. Und zwar ist das auch besonders verträglich, weil es kurzkettige, mittelkettige Fettsäuren enthält. Das ist also besonders gut auch verwertbar. Insbesondere auch für Menschen, die einen empfindlichen Darm haben, die Probleme mit Leber, Galle haben, die können die Fette besser aufnehmen. Also Schmalz ist da wirklich eine gute Idee.